Das ist die vierte Ausgabe des Audi A8. Und nun werden einige sagen, dieser Luxusliner sieht ja gar nicht mal so viel anders aus als das Vorgängermodell. Stimmt nicht ganz, denn das hier ist ein komplett neues Auto. Interessant ist die neue Schulterlinie, die steht dem Auto sehr gut, gibt ihm auch sehr viel Dynamik. Dann hat man den Radstand auf fast 3 Metern verlängert. Dominiert wird das Auto vorne durch einen neuen Single Frame, der ist ein bisschen breiter und ein bisschen flacher. Auch das sorgt für mehr Kompetenz und Dynamik. Das Wichtige befindet sich aber unter dem Blech, da gibt es neue Motoren, es gibt ein neues Fahrwerk und über 40 Fahrsicherheitssysteme, von denen einige mich wirklich überrascht haben. Eines ist klar, wenn man so dahin rollt, dieser neue Audi A8 steht für Status, Prestige und Luxus. Und aus diesem Grund hat man hier auch eine ganze Menge neuer Technik eingebaut. Zum Beispiel gibt es hier sehr große Displays, die kann man mit Wischtechnik oder per Touchscreen bedienen. Das Ganze ist sehr schick unter Glas eingebaut, aber es hat den Nachteil, wenn man hier drauf rumgrapscht, dann gibt es hässliche Fettflecken und die will man immer beseitigen. Was ich nur empfehlen kann, ist das vollaktive elektromechanische Fahrwerk. Das bedeutet nichts anderes. Es gibt hier 4 Elektromotoren an jedem Rad einen. Und die sorgen dafür, dass sehr schnell in Millisekunden das Fahrwerk immer richtig eingestellt wird. Und eine Kamera sieht genau, was vor dem Auto in Sachen Fahrbahn passiert und kann dann sofort schon vorher auf die Fahrbahnzustände reagieren. Wie schon gesagt, gibt es über 40 Fahrerassistenzsysteme. Alle könnte ich gar nicht aufzählen. Ein paar schauen wir uns jetzt an. A8 gibt es in 2 Längen, einmal 5,17 Meter, das ist das Auto hier, und dann gibt es noch eine längere Version mit 5,30 Meter, und das sind schon 2 sehr große Autos. Um damit zu rangieren, kann ich nur empfehlen, sich die Hinterradlenkung dazu zu bestellen. Dadurch ist es einfacher beim Einparken in Parkhäusern, und in schnell gefahrenen Kurven zeigt das Auto dann ein besseres Einlenken und ist auch erheblich agiler unterwegs. Ein weiterer Vorteil mit diesem Smartphone ist beispielsweise, Sie parken Ihr Auto am Flughafen, Ihre Frau möchte das Auto abholen, Sie senden ihr den Zugangscode und sie kann dann mit dem eigenen Smartphone das Auto öffnen und auch starten.
Also wenn Sie rund 90.600 Euro zur Verfügung haben, dann dürfen Sie in einem solchen A8 Platz nehmen, allerdings nur in der abgespeckten Version. Wenn Sie überall in der Zubehörliste ein Kreuzchen machen, dann kommen Sie auch schon mal weit über 130.000 Euro. Wie auch immer, dieser neue Audi A8 ist, was seine Fahrleistungen und die Technik angeht, echt beeindruckend.